Unter uns starrt Abia, Sogit und Raute X27 Semikolon ist ihr nach Montys Geburt. Im Januar begeisterte Tabea Hennig, 48, ihre Fans mit einer ganz besonderen Nachricht. Sie erwartete mit 47 Jahren ihr erstes Baby, ein absolutes Wunschkind, für das sie und ihr Partner lange gekämpft hatten. Im Februar konnte sie dann schon überglücklich die Geburt ihres Söhnchens verkünden. Der kleine Monty stellt seitdem das Leben der unter uns Darstellerin auf den Kopf. Jetzt hat sie verraten, wie sie sich rund 5 Monate nach der Geburt fühlt. Baby Monty macht es seinen Eltern offenbar leicht. Monty ist mega entspannt. Ich glaube, wir haben sehr viel Glück, meinte er im Interview mit RTL exklusiv. Manchmal schlafe ihr Sohn schon 4 Stunden durch, dennoch könnte es der Schauspielerin nach der anstrengenden Geburt wohl besser gehen, ich hatte es mir insgesamt einfacher vorgestellt. Ich habe immer gesagt, ich drehe wieder im Juni. Es war dann schnell klar, dass das nicht geht. Außerdem wolle sie ihren Sprössling noch nicht allein einem Babysitter überlassen. Mit ihrer späten Schwangerschaft hatte Anfang des Jahres Schlagzeilen gemacht, doch die Mannheimerin ging ganz offen mit ihrer Babyfreude um. Immerhin hatten sie und ihr Lebensgefährte sehnsuchtsvoll auf Nachwuchs hingearbeitet. Zu den Zeugungsversuchen sagte sie in einem Interview, naja, lange und intensiv. Seitdem Oliver und ich zusammen sind, das sind bald 4 Jahre, täglich.